Hallo? Ist da draußen irgendjemand? Wo bin ich hier? Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Lasst mich bitte raus! Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Megombre, der Consolero mit Sombrero und ich war in den vergangenen Tagen wieder fleißig auf der Suche nach neuen Spots auf den neuen Karten vom DLC Criminal Activity und oh Mann, na klar bin ich wieder fündig geworden. Ja, wer meine letzten Spots-Videos auf der Map Bankshop gesehen hat, der weiß, was ich meine, wenn ich sage, ich habe neue geile Spots entdeckt, weil dann ist es nicht irgendwie so ein Larifari, den man vielleicht schon mal gesehen hat, nein, nein, dann ist das der geilste Shit. Die zwei Spots, die ich bislang gefunden habe und die ich euch in diesem Video zeigen werde, die habe ich beide auf der Map Code Blue gefunden. Das ist ja die Map, wo dieser Club in der Mitte ist. Und einer dieser beiden Spots, der ist nice und der andere, der ist hammer nice. Der erste Spot, den ich gefunden habe, der ist jetzt nicht so oberspektakulär, aber der ist so unglaublich hilfreich und gut. Wenn ich den Spot einnehme und Team Deathmatch spiele, boah, dann holt mich da keiner mehr raus und so die ein oder andere 20 plus KD wurde da schon locker eingesammelt. In der Mitte von der Map ist ja dieser Club und oben auf das Dach von dem Club, da kann man ja drauf, das ist ja kein Geheimnis, aber ich habe einen Weg gefunden, wie man auf diese noch etwas erhöhte Ebene kommen kann, ganz in der Mitte, von wo aus man dann auch zum Beispiel auf das Dach von den Fahrstühlen springen kann und da ist noch so ein zweites Dach und so ein bisschen Pavillons, da kann man so einen kleinen Parcours fast machen und dann so von einem Spot zum nächsten springen und da hat man natürlich so ein bisschen den Höhenvorteil gegenüber der Gegner, hat super viel Cover, kann hinter diesen Dingern, die da oben auf dem Dach draufstehen, so perfekt headglitchen. Ein richtig geiler Spot, wo ich wie gesagt schon unglaublich geile Killstreaks abgeräumt habe. Mit dem Grappling Hook kann man hier selbstverständlich nicht einfach so hoch. Ich meine, dann könnte ich mir das Video, glaube ich, eher sparen. Aber ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr da oben auf das Dach drauf kommt. Hier in der Ecke von der Map befindet sich wieder so eine Air Condition Unit, die ja auf der Map Bankjob schon sehr gute Dienste geleistet hat. Da kommt man ja wie gewohnt mit dem Grappling Hook rauf und dann gleich die Zipline in die Hand. Denn dann kann man hier von der Ecke eine Zipline spannen zu dieser Palme rüber. Und ihr ahnt es schon, hier hat man die Möglichkeit dann, wenn man im richtigen Moment abspringt, wie man es gleich im Video auch sehen wird, genau auf die Ecke von dem Dach zu kommen und schon ist man obendrauf. Man kann von hier aus, wie gesagt, auf das Dach von den Fahrstühlen rüberspringen und wieder zurück, auf das andere Dach rüber, man kann über diese ganzen Stoffpavillondecken rüberlaufen, also richtig geil, man hat eigentlich relativ viel Platz. Wenn man mal in einem Gunfight ist und es läuft nicht ganz so gut, legt man sich einfach hin, dann erwischen einen die Gegner nicht mehr, man muss dann nur den Granaten ausweichen, also es ist eigentlich relativ leicht, hier gute Killstreaks abzuholen. Wie gesagt, die Dinger, die oben in der Mitte draufstehen, kann man super zum Headglitchen verwenden, einwandfrei. Also der Spot ist doch schon mal richtig nice, aber ich kann auch jeden von euch verstehen, der sich sagt, der Spot ist schon nicht schlecht, aber na, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und keine Angst, Jungs und Mädels, jetzt kommt mehr. Ich schlage vor, ich halte jetzt einfach mal die Klappe und zeige euch einfach mal unkommentiert, wie ihr zu dem oberkrassen Spot kommt. Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, GG, was in diesem Zusammenhang so viel heißt wie gönnen und genießen. Ach du Scheiße, was hab ich denn hier wieder für einen Spot entdeckt? Boah, ich weiß echt nicht, welche Art schwarzer Hexenmagie da wieder am Start gewesen ist, dass ich so einen Spot finde. Denn man kann die Zipline tatsächlich nur an dieser einen Stelle anbringen. Und auch nur, wenn man die Zipline von dem Spot aus schießt, den ich euch gezeigt habe, habe ich es geschafft, oben auf das Dach drauf zu kommen. Man kann die Zipline zwar auch noch von einigen anderen Stellen schießen, aber von diesen Stellen bin ich dann nicht oben auf das Dach drauf gekommen, sondern bin jedes Mal abgerutscht. Es ist also wirklich kein so ganz einfacher Spot, man muss es ein bisschen trainieren. Mittlerweile habe ich es, glaube ich, ganz gut perfektioniert, dass ich es nahezu jedes Mal schaffe. Aber es ist nicht ganz so einfach und es kann schon mal sein, dass es ein paar Anläufe braucht. Aber wenn man es ein paar Mal getestet hat, dann weiß man ungefähr, in welchem Moment man loslassen muss und springen muss. Und dann kommt man auch jedes Mal drauf. Ich meine, auch hier brauche ich, glaube ich, nicht erwähnen, was das für ein krasser Spot ist. Kein Gegner wird an der Stelle mit euch rechnen. Ihr könnt von hier locker die Kills abholen und müsst euch dann lediglich irgendwann so ein kleines bisschen in Acht nehmen, denn ab und zu kann schon mal eine Granate hochgeflogen kommen oder die Leute positionieren sich in der Mitte von der Map oben auf dem Dach mit einer Sniper. Da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, aber für den Fall kann man ja immer noch diesen Taktikeinstieg mitnehmen und einfach da oben irgendwo auf dem Dach platzieren, wo ihn keiner sieht und dann hast du die ganze Runde da oben in dem Spot gesichert.
gesichert und kannst sogar noch die Kollegen aus deinem Squad dazu holen und dann wird so richtig krass aufgeräumt. Dann noch so ein kleiner Glitch, nennen wir es mal, den ich noch gefunden habe, denn man kann sich von dem Dach runterfallen lassen auf so einen kleinen Vorsprung und da gibt es hier diese etwas runde Ecke, die nicht so richtig sauber ausprogrammiert wurde mit der Kollisionsabfrage, denn da kann man so ein bisschen durch die Wand durchgehen und ihr seht es ja hier, es ist so ein bisschen dasselbe Phänomen, wie man so under the map ist, allerdings habe ich hier das Gefühl gehabt, man kann jetzt nicht aus dieser Position rausschießen, sondern die Kugeln werden dann schon noch wie an so einer unsichtbaren Wand geblockt. Also ich habe damit jetzt nicht wirklich irgendwie was Geiles anfangen können, aber vielleicht hat der ein oder andere von euch nochmal Zeit, das mal auszuprobieren und ihr findet da noch irgendwas, dann sagt mir auf jeden Fall noch kurz Bescheid. Gut Jungs und Mädels, das wären also jetzt erstmal zwei richtig geile Spots, die ich euch schon mal zeigen wollte von den neuen DLC-Maps. Ich werde mich demnächst auch noch ein bisschen weiter auf die Suche machen. Ich habe auf den anderen Maps schon mal so ein bisschen geguckt, aber habe jetzt noch nichts so Außergewöhnliches gefunden, aber ich bin da weiterhin dran. Und naja, ich hoffe, dass jetzt die Entwickler irgendwann nochmal den Serverbrowser wieder in den Griff bekommen, denn im Moment kann man es ja bis auf die Quick-Match-Funktion nahezu gar nicht nutzen, das Spiel. Bei einigen Leuten gehen auch irgendwie die Downloads nicht, also das Release mit dem DLC jetzt, das ist nicht gut gelaufen, da muss nachgebessert werden ganz bald. Aber ich denke mal, das wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, bis es dann alles wieder sauber läuft. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren meiner Spots. Denkt an mich, wenn ihr von da die Leute abknallt und die 30er KDs einsammelt. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Ombre.